Herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Astrologie. Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin. Heute möchte ich über das Sternzeichen Steinbock reden. Steinbock, der mit den Hörnern? Ja. Er schafft es, er macht es, er tut es allein, weil er verlässt sich auf niemand anderen, die können das eh nicht so gut wie er. Ja, er ist egoistisch, stur, egozentrisch, ja. Aber er weiß, was er kann und was er tut, und er tut es mit Hingabe. Egal welcher Beruf es ist, er führt ihn aus, egal ob es eine Drecksarbeit ist oder ob es das Überwachen von irgendwelchen Systemen ist. Es ist wichtig, dass er für sich selber die Kontrolle hat. Es ist kein Sternzeichen, das gerne andere für sich machen lässt. Das ist nicht sein Stil. Auch so Glückskinder, denen alles zufliegt, das ist nicht seins. Er weiß, was er kann, was er gelernt hat, und er setzt es um. Und das, was er erreicht hat, das beschützt er auch. Es sind misstrauische Menschen, die immer so ein bisschen das Gefühl haben, jemand nimmt ihnen etwas weg. Sie wissen, was sie haben? Ja. Sie haben Angst, es zu verlieren? Ständig. Man sollte den Steinbock das Gefühl geben, dass er sicher sein kann, dass er einem vertrauen kann. Denn dann hat man wirklich einen ganz treuen, liebevollen Partner an sich. Liebevoll? Ja, aber nicht leidenschaftlich. Es ist keiner, der einen mit roten Rosen überzieht. Es ist keiner, der ein heimliches Rendezvous plant mit einem schönen Dinner for two und Rosenblüten und Düften und nein. Es funktioniert oder es funktioniert nicht. Man verlässt sich darauf. Man ist realistisch. Ein Steinbock ist immer ein ganzer Mensch. Er gibt immer alles von sich. Im Beruf ist es meistens so, dass der Chef gar nicht weiß, wenn der Steinbock eingestellt worden ist, dann ist der Steinbock da. Wer war das nochmal? Das ist der, der die Firma am Laufen hält. Der, der wirklich weiß, was zu tun ist, auch wenn es mal schlecht läuft. Das ist der, der Optimierungsprozesse von allein lösen kann und auch ohne, dass irgendwelche Rädchen stillstehen. Er hält es am Laufen. Er kann das, weil er weiß, er macht es. Er muss sich nicht auf andere verlassen. Man sollte ihm aber auch die Kompetenz geben und die Unterschriften selber drunter setzen lassen, damit er es auch ausführen kann. Ihn nicht betteln lassen, darf ich das jetzt freigeben oder darf ich das jetzt anschaffen? Nein, er soll es selber machen, denn dann funktioniert es. Er weiß, wann es richtig ist, und er weiß, wann es unnötig ist. Unnötige Sachen werden nicht gemacht. Umwege werden nicht gegangen. Mit dem Kopf durch die Wand? Dafür hat man seine zwei Hörner. Ja, man ist stur. Man ist egoistisch. Aber man weiß auch, was die anderen brauchen um einen herum, die man liebt. Es ist auch kein Fremdgeher oder einer, der jeder anderen Frau oder jedem anderen Mann nachblickt. Es ist eine treue Seele, der ganz genau weiß, da geht's mir gut, da fühle ich mich wohl. Um den Punkt brauche ich mich nicht mehr kümmern, um den Punkt brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich hoffe, der Skorpion hat euch gefallen. Ein Abo, ein Like, gerne auch die Glocke. Es kommen noch ganz viele Videos. Bis dann.